Hey, ja, hier ist der Diebster und willkommen zu einem neuen Projekt. Diesmal ein Spiel, gepublished von Sony Computer Entertainment, entwickelt von Lightbox Interactive mit Unterstützung der Santa Monica Studios. Ein Spiel, was die Sony Entertainment Network Dienste benutzt, ja, die ich bei jedem Spielstart akzeptieren muss. Ja, aber an dieser Stelle spare ich euch das, da ich die schon gelesen habe beim ersten Spielstart. Und ja, ich habe sie so durchgelesen, was ich euch auch immer empfehlen würde, immer durchzulesen, weil manchmal fragt man sich, was wollen die eigentlich von einem? Beziehungsweise haben die überhaupt beziehungsweise das wollen die alles von mir wissen und so weiter. Deswegen immer durchlesen, weil manchmal sind die nicht akzeptabel, diese Bedingungen. Deswegen würde ich lieber auf nicht akzeptieren drücken. Aber in dem Fall, wie gesagt, habt ihr gelesen, fand sie diesmal okay. Und ich spare es euch, das vorzulesen, weil ich das ja spiele, hier dieses Spiel, und ich entsprechend diese Bedingungen einhalten muss und nicht ihr. Deswegen kann ich das so akzeptieren. Ja, ich muss nicht nach unten scrollen. Deswegen gehe ich auf akzeptieren und drücken und mache mit unserem Ladevorgang weiter. Von einem Spiel, was freigegeben ist ab 16 Jahren. Das heißt, falls ihr keine 16 Jahre alt seid, müsst ihr das Spiel abschalten. Andernfalls dürft ihr weiter gucken. Ein Spiel, was im Jahr 2012 veröffentlicht wurde. Also noch ziemlich neu ist, also gemessen an dem restlichen Programm auf meinem Kanal und dem Genre Third-Person-Shooters angehört. Allerdings wohl auch ein Element der Echtzeitstrategie besitzt. Und auch Gebäude baut. Wie es denn aussieht, weiß ich nicht. Da ich Spiel absolut blind spiele. Das heißt, ich weiß vom Spiel genauso viel, wie der Bildschirm hier zeigt. Nämlich gar nichts. Ja, also ich weiß gar nicht, was im Spiel uns erwartet. Was das für ein Spiel ist, weiß ich natürlich. Ja, aber was es genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spiele ich mit euch das Spiel Starhawk! Ja, ich bin mit euch Starhawk! Wer meinen Kanal verfolgt hat, weiß, dass es vor ein paar Monaten ein Let's Play zu einem Spiel namens Warhawk, Svet Mercury Missions gab. Ja, diese Ähnlichkeit mit dem Hawk im Namen ist kein Zufall. Gehört tatsächlich zur selben Marke. Allerdings kann man sagen, Beispiele haben miteinander nichts zu tun. Ja. Also es gibt nur den namensgebenden Hawk, den gibt es in allen Spielen dieser Marke. Das ist halt ein Fluggerät, womit dann das letzte Let's Play mit ja durchgeflogen sind. Und hier in dem Spiel ist nur eins von mehreren Fahrzeugen, die es halt gibt. Es gibt auch noch einen Warhawk aus dem Jahr 2007, das allerdings ausschließlich Multiplayer hat, nur Online-Fähigkeiten, keine Story und so weiter besitzt. Deswegen habe ich das nicht gemacht als Let's Play. Weil mir auch keiner gesagt hat, ob das Spiel noch jemand spielt und man das noch spielen kann als Anfänger und ähnliches. Hat sich keiner auf meinen Aufruf gemeldet vom letzten Let's Play. Hätte ich das sonst so gemacht, ein bisschen so als Tutorial-Let's Play und dann ein oder zwei Multiplayer-Missionen. Dann hätte ich das Let's Play abgeschlossen. Aber jetzt machen wir mal Starhawk im Singleplayer-Modus. Ich splitte mich in Singleplayer-Modus, also eine Kampagne mit Story. Und ja, wie gesagt, es hat miteinander nichts zu tun untereinander. Also, falls ihr Warhawks oder Mercury Missions nicht gesehen habt, habt ihr nichts verpasst. Falls ihr es gesehen habt, ja, habt ihr keine zusätzlichen Informationen zu diesem Spiel hier erhalten. Weil es ist ein neues Universum, neue Story, hat miteinander nichts zu tun. Und ja, hab schon alles eingestellt. Ja, ich spiele das Spiel auf Schwierigkeitsgrad normal. Das ist der zweite von vier Schwierigkeitsgraden. Und mache ich natürlich immer so beim ersten Durchlauf eines Spiels. Immer auf Schwierigkeitsgrad normal. Weil das einfach am meisten ausbalanciert ist von den Entwicklern her. Ist dann wirklich so, dass das keine heftigen nicht Geschwindigkeit, sondern Schwierigkeitsklippen hat. Oder manche Missionen zu einfach sind, manche total schwer. Auf normal ist meist das Spiel optimiert worden vom Entwickler und dann haben wir einen gleichbleibenden Schwierigkeitsgrad, wenn es sowas gibt hier im Spiel. Und ja, eigentlich, wie gesagt, haben alles eingestellt. Können daher loslegen mit der Story. Deswegen würde ich sagen,
Legen wir direkt los mit Starhawk. Das alles begann mit einem Funken. Ein Blitz in blauem Gold. Rift-Energie. Als der Rausch begann, machten sich die Rifter in den Ausläufern breit. Planeten, die einst Ödland waren, wurden von Menschen besiedelt, die ihre Claims absteckten, die das schnelle Geld lockte. Aber die Rifts mutierten sie ebenso schnell zu Monstern. Und damit verdienen wir unser Geld. Cutter und ich schützen Claims. Wir tun, was sonst keiner schafft. Wir sind Rift-Retter. Und verdammt gute, wir erfüllen unseren Soll und lehnen keinen Job ab. Doch der hier war ein Fehler. Sie haben einen Union Sheriff, oder Jonas? Haben wir, aber das übersteigt seinen Einfluss. Na, die Union-Jungs können kein Outcast-Problem lösen. Ein Problem? Es ist verdammt nochmal mehr als das. Es ist der Outlaw. Die Scabs waren schon immer die reinste Pest. Jetzt werden sie aber von ihm geführt und organisiert. Und die haben uns echt im Würgegriff. Unsere Lebensgrundlage genommen. Daher die Frage. Komm mit nach White Sands, Emmett. Du wirst es nicht bereuen. Als ich den Boden hier betrat, wusste ich wieder, warum ich weggegangen war. Logan, hast du's? Was ist es, Emmett? Manche Dinge vergisst man nicht. Sie prägen einen. Emmett, schön, dich zu sehen. Jonas. Ich weiß, du bist noch nicht lang hier, aber es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Sheriff Howell will rausfahren und deine Baustelle überprüfen. Outcast-Scabs treiben ihr Unwesen. Und wir dürfen keine mehr verlieren. Nicht, bis der Union-Schlepper hier ist. Wir erfüllen unser Soll und das war's. Sie kriegen ihren Anteil, Emmett. Scabs. Ein Überfall. Cutter, ich brauche Info. Ich scanne die Baustelle. Die Scans schlagen an. Die verdammten Scabs lassen nicht lange auf sich warten. Okay. Bleib nah dran. Hier hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Mach nur weiter. Ich kümmere mich um den Rest. Sheriff, ich schalte dich auf unsere Frequenz. Halt durch. Du hast also ein Mädchen für alles. Muss toll sein. Der Captain der Annabelle wird es schaffen. Er ist ein Cop der Union. Ja, jetzt sind wir hier nicht mehr angekommen. Auf eine Story wird offenbar in Comic-Grafik erzählt. Interessant. Und dann gibt's hier den Wechsel zur Ingame-Grafik. Ja, offenbar bezieht das alles hier ein bisschen auf den amerikanischen Goldrausch. Und das ist jetzt offenbar so eine Art Science-Fiction-Version davon. Wo es dann darum geht, dass es dann statt Gold diese Riff-Energie gibt. Als neues, ja, wertvoller Rausch. Und offenbar mutiert das, ja, wie wir hier sehen können. Und die werden dann zu Mutanten und, ja, und wir werden vielleicht auch irgendwann zu einem. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ja gut, zur Baustelle fahren. Sein Dreiner enden. Okay. Bremsen und rückwärts und Gas. Gut. Gas. Gas geben. Sind vorbei. Es gibt viel weniger Minen und die Outlaws haben vor Jahren die Raffinerie übernommen. Eine Schande. Eine Heimkehr kommt wohl etwas zu spät. Aha. Hui. Okay. So. Absteigen. Schießen mit R1. Du hast vom Schlepper gehört? Noch nicht. Aber ich höre einen Ladebereich ab. Die Pipeline auf Scourge. Hüde, aber da gibt's den einzigen funktionierenden Orbitlift, der Ausläufer. Union plant eine Abholung. Die einzige dieses Jahr. Jonas meint, dass sie erst die Hälfte ihres Solls abgebaut haben. Bleiben uns nur wenige Tage für den Rest. Das schaffen wir. Bewegt euch und macht schnell. Munitionskiste, da alle Waffen wieder nach. Aha. Okay, also erstes Feuergefecht ist mal im Vorbeigehen erledigt. Aha. Was ist das da? Mit dem Dreieck, keine Ahnung, irgendwas Blaues. Oder Grünes, besser gesagt.
Zeit mal verwenden. Na gut. Hui, und wieder los. Okay. Ist er doch. Ich hab's schon gesehen auf der Karte. Da war irgendwo einer. Oh. Ah, war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Ich muss zugeben, ich habe gar keine große zerfleischende Erfahrung. Abgesehen von Crimson Sea, das ist doch mal natürlich. Hab ich sonst nur. Sieht schlecht aus für dich. Hab ich sonst eigentlich nur Hidden Dangerous gespielt. Ja, auf dem PC, irgendwann Anfang der 2000er. Hoppa. Noch einer da oben. Wo ist hier hoch? Okay. Was ist das hier? Dann noch was. Hier, ne? Gut. Was ist das denn hier? Am Hochklettern? Okay. Wie gesagt, ich hab eigentlich gar nicht so einen großen Surprise. So die ganzen. So ganz modernen Surpersen, Shooter mit ihren Deckungssystemen und so weiter, kenne ich eigentlich alle gar nicht so wirklich, ja, so Gears of War und was es da so alles gibt, ja, alles mir relativ unbekannt, das ist quasi das erste, so richtig. Okay, Munition, was ist das? Waffe auswählen, hier gibt's hier eine Waffe rum. Können wir sie hier nehmen, ne? Kann ich die auch wieder wechseln? Ah ja. Gut. Dann machen wir mal so. Die erste Mission und dann noch Tutorial-artig. Warte, was haben Sie erwischt? Verdammt, wir haben den Förderturm gesprengt. Was ist das denn? Hier wird's haarig. Also kann ich mal hocken? Ah. Volle Munition. Oh, wir sollten mal uns wieder in Deckung begeben, ja. Sonst sterben wir hier leicht, das will ich auch nicht. Will mich auch natürlich vermeiden. Ist ja klar, ne? Ah, hätte ich nicht genau gewusst, ob das ein Feind ist. Er kann auch zielen. Ach, sie auch, sagt er so, Mann. Wo sind sie denn? Kann ich laufen? Hab ich die mitgekriegt? Voll erwischt. Ach, aber ja, aber ein großzügiges Auto-Aim, wie man meint. Anders als bei Crimson Sea. Ah. Was ist das? Okay, wir haben mal eine Granate. Oh, hat nie hingehauen.